Moin Freunde, was geht und willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video will ich euch ein bisschen was von meinem Super Mario Odyssey Knowledge zeigen, beziehungsweise ein paar Glitches und Tricks ausführen. Wir haben leider keinen Sound, was sehr nervig ist, da meine Capture Card irgendwie keinen Sound ausgeben will. Ich habe gerade ein paar Sachen schon ausprobiert, aber hat nichts geklappt. Und das nervt mich ziemlich, aber ich kann es auch nicht ändern. Leider. Aber ja, ich würde sagen, wir beginnen mal. Manchmal gibt es kleine Lags, aber sollten nicht zu sehr stören, weil das sind 50 FPS, also sollte nicht zu sehr stören. Ja, ich würde sagen, wir beginnen mit einem klassischen Impossible Jump, dem wahrscheinlich bekanntesten von ganz Mario Odyssey. Nämlich dem hier. Zack, 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 zack. Easy. Ja, ich weiß, es hat keine Musik, aber ich glaube, das ist nicht allzu schlimm. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten und auch einfachsten Trick in ganz Mario Odyssey. Und den kriegt wirklich jeder hin. Also, ganz ehrlich, wer den Trick nicht hinkriegt, der ist einfach ein ziemlich schlechter Spieler. Das, was ihr dafür tun müsst, ist, ihr schickt genau hier und macht eine Stampfattacke hier rein. Und zack, ihr seid out of bounds. Es gibt nicht wirklich viel zu machen. Könnt ein bisschen hier hin, ne? Und das ist eigentlich auch schon alles, was man hier tun kann. Ne? Und ich bin in die Loading Zone gekommen. Genau, also mehr gibt es ja auch nicht zu machen, deshalb gehen wir wieder raus. So. Dann, was man natürlich auch machen kann, ist, darauf komme ich dann später, ist hier mit diesen Buchstaben. Aber darauf komme ich später. Denn es gibt einen Trick, der geht so. Ihr drückt B oder A, macht eine Stampfattacke, lässt noch ZR gedrückt, drückt dann Y und dann macht instant X und A oder B. Und dann könnt ihr eigentlich in jedes Gebäude in New York City, das so aussieht. Also das so eine Tür hat. Und ich empfehle euch, das Ganze so zu machen, dass ihr so geht, bisschen von der Tür weg und dann einfach nach vorne gedrückt halten, bis Mario irgendwann in die Tür klickt. Es dauert ein paar Male, aber das geht eigentlich recht schnell, wenn man es mal gelernt hat. Okay, warum ihr das die ganze Zeit macht, kann ich mir nicht erklären. Da, jetzt haben wir es geschafft. Und ihr seht, wir sind auch wieder out of bounds. Und in dieses Gebäude kommt man nicht so leicht. Ich habe es ja gestern irgendwann mal hingekriegt, aber ich weiß gerade nicht mehr wie. Und hier muss man aufpassen. Das ist auch der Grund, weshalb ich den Hilfemodus aktiviert habe. Hier fällt man durch den Boden. Ne? Das heißt, man muss genau richtig durch den Boden fallen, um sich in dieses Gebäude zu glitschen. Und das ist ein bisschen schwierig, weil man braucht wirklich perfektes Timing. Und das kann unter Umständen ein paar Versuche dauern, bis man es hinkriegt, aber irgendwann kriegt man es dann auch hin und dann hat man es geschafft. So wie ich. So, dann als nächstes kann man zum Beispiel hier rein. Und hier ist, glaube ich, keine Sub-Area, soweit ich mich erinnere. Genau, das ist diese verschlossene Tür hier. Wartet, das ist die Tür hier. Die ist immer verschlossen. Dann gibt es diesen Raum. Meistens kommt man mit einem Cappy-Wurf oder so da ganz easy rein. Hier in den Raum zum Beispiel nicht. Aber hier zum Beispiel sollte man eigentlich recht easy reinkommen. Das geht natürlich nicht. Da jetzt. Und das ist natürlich auch ein fieses Ballonjagdversteck. Und ja, das ist so alles, was man hier machen kann.
Wir haben jetzt noch einen anderen Trick. Der ist ein bisschen schwieriger. Ne, eigentlich einfacher, meine ich. Das heißt, der ein bisschen weiter oben. So, also. Was ihr dafür tun müsst, ist, ihr springt hier runter. Zwar genau hier hin. Hier zu diesen zwei Fässern. Dann müsst ihr hier genau richtig anordnen, nicht anordnen, aber genau richtig aufsetzen. Und dann sollte Mario eventuell da rein, durch die Wand. Dieser Versuch dauert auch. Das Ding dauert auch einfach ein paar Versuche, aber im Endeffekt sollte man es dann hinkriegen. So wie ich. Also ihr seht, das ist auch ziemlich einfach zu machen. Also es ist wirklich nichts Schweres. Und jetzt bin ich auch wieder inbounds. Ja. Also man muss wirklich schauen, dass man Cappy nicht aus Versehen rauswirft. Und ja, so hauptsächlich ist das das, was man in New Donk City machen kann. Und wo man seinen Ballon nicht verstecken kann in New Donk City sind zwei Orte, zumindest die Out of Bounds Orte. Einmal ist es dieser Ort. Hier, wenn man das macht, diesen Out of Bounds Clip, drückt euch Nintendo direkt zurück an den Start, wo Luigi ist. Also hier kann man keinen Ballon verstecken, zumindest glaube ich nicht mit den älteren Versionen des Games. Und halt dort, wo ich gerade war mit den Fässern. Dort geht's auch nicht. So, und jetzt zeige ich euch noch ein paar andere Out of Bounds Orte hier in New Donk City und noch ein Glitch. Und glaubt mir, dieser Glitch ist unglaublich. Ich glaube, ihr kennt ihn zwar alle, aber ich mache ihn trotzdem mal kurz. So aus Videozweck. Na, also ja. Der Trick geht an I, geh weg. Der Trick ist recht easy. Er dauert nur ein bisschen. Und dann hat man das eigentlich auch geschafft. Also man platziert den U so ungefähr so. Es ist nicht wichtig, also nötig, aber ich mache es, weil es ist eine einfache Hilfe und mit der Hilfe ist halt alles recht easy zu machen. So, dann macht man das M hier so, das ist nicht gerade. Genau so. Dann holt man sich hier den Roller. Und ja, den Rest des Tricks basiert einfach nur noch auf Glück. Auf Glück und auch wissen können. Und der wird wahrscheinlich ein paar Versuche jetzt gerade dauern, bis ich ihn hinkriege. Ja, aber da sollte man es auch hinkriegen. So ungefähr so und dann, genau, jetzt müsste es gut das so sein. Wenn man alles gut gemacht hat, sollte es funktionieren. Ich glaube, das wird sogar schon Instant First Try. Ja, es ist ein First Try. Sehr gut. Also, jetzt da man hier ist, kann man eine Menge Sachen mit diesem A machen. Zum einen kann man jetzt in Gebäude glitschen. Zum Beispiel dieses hier. Wird gerade ein bisschen dauern. Lassen wir die Person durch. So ungefähr. So sollte man ausgerichtet sein. Und dann klebt man sich mit bisschen Können da rein. Ein bisschen schwierig, da das A nicht ganz gerade ist, aber im Endeffekt sollte es dann auch noch klappen. So genau. Also. Noch nicht ganz, ganz, ganz genau. So sollte passen. Genau, und man ist hier in diesem Gebäude.
Und ja, in diesem Gebäude gibt es nicht viel. Es gibt diese Dinosaurierpassage. Und ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sehen. Sonst in den Shop. Im Shop gibt es auch nicht wirklich was zu sehen. Die Gebäude sind eigentlich alle immer leer. Deshalb ist es ziemlich uninteressant. Was man allerdings noch machen kann, ist, und das finde ich ziemlich cool, wenn man in ein Auto reingeht und dann rausgeht, wird man super schnell. Das ist schon noch cool. So, und ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wie lange die Aufnahme geht, aber wir holen jetzt ganz kurz den Scooter von dort ganz oben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also, man holt sich also diesen Scooter und fliegt hier runter. Und fällt genau hier hin. So, und jetzt muss man sich sehr gut ausrichten. Denn dieser Glitch mache ich jetzt gerade übrigens auch zum allerersten Mal. Und das wird wahrscheinlich mal ein bisschen dauern, bis ich ihn hinkriege. Jo, okay, ich glaube, so soll das nicht sein. Aber ich bin perfekt eingepackt. Also eine gute Sache hat es schon. So, und jetzt muss man sich hier einfach hochfahren. Und dann ist man rein. Oh mein Gott, das war ja ein Instant First Try. What the hell? Ja, also dann ist man halt hier drin. Man kann einfach auch rein. Und dann ist man im Shop. Auf Umwegen. Aber ja, ich glaube, die Aufnahme geht ein Weilchen. Ja, 15 Minuten. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ah ja, kein Nintendo. Lasst gerne ein Like da. Ein Abo da, würde mich riesig freuen. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, ciao.